Weil der SC Freiburg 2 und Waldhof Mannheim in der dritten Liga auf Abstiegsplätzen rangieren und auch der 1. FC Saarbrücken und SV Sandhausen noch in der gefährlichen Zone mitten dabei sind, heißt es, aktuell gäbe es 5 Absteiger aus der Regionalliga Südwest. Für die SG Barockstadt heißt das, es gibt nur 6 Punkte Vorsprung vor dem Spiel gegen Schott Mainz auf die gefährdeten Ränge. Also ein Sieg muss her gegen den wahrscheinlich Absteiger TSV Schott Mainz. Erste Szene, 17. Spielminute, Dennis Owusu zieht ab. Die erste Möglichkeit, Jan Schulz im Tor, verhindert den Rückstand. Nur 20 Sekunden später, Leon Pomnitz versucht den Seitenwechsel, wird zunächst abgefangen, dann Nico Rinderknecht und dann geht's zu schnell für die Mainzer Abwehr. Grobelnik auf Marius Köhl und es steht 1:0, 18. Spielminute, die hochverdiente Führung für die SG Barockstadt, die hier alles im Griff hatte. Die Barockstadt spielte keinen tollen Fußball und war nicht überragend, aber Mainz hatte hier zu keiner Sekunde auch nur eine Chance, etwas mitzunehmen aus dem Fuldaer Stadion. Dann Leon Pomnitz spielt raus zu Dennis Owusu, nächste Szene. Und zum ersten Mal in diesem Spiel rettet der Pfosten für die Mannschaft aus Mainz der erste Alu-Treffer gegen die Rüdi Barockstadt. Dann die 44. Minute, eine wichtige Szene. Patrick Scharf stellt hier die Schulter raus, holt sich gelb ab, seine 5. Und damit kann er sich die Fahrt kommenden Samstag über 300 Kilometer zum Balinger SC sparen. Er ist gesperrt. Mein Team. Mein Team. Mein Team. Mein Team. Mein Team. Squadra Ima. Mein Team. Mein Team. Dein Team. Mein Team. Finde jetzt dein Team. Wir steigen ein in die zweite Halbzeit mit der besten Möglichkeit von Schott Mainz. Das ist jetzt hier Lennart Thums, der setzt sich durch, bringt den Ball in die Mitte zu Nicolas Obas. Ja, und das ist wirklich die gefährlichste Szene von Schott Mainz im ganzen Spiel. Samuel Zapico hatte keinen einzigen Ball zu halten in dieser Partie. Dann ein Wechsel, Gal Grubelnik, gelb-rot gefährdet, ging raus, Mo Reinhardt kommt rein. Bevor sein Auftritt kommt, kommt der direkte Freistoß nach dem Wechsel, Leon Pomnitz und Patrick Scharf, Millimeter haben da gefehlt, sonst hätte es hier 2:0 gestanden. Aber der Rhönbomber, so hat ihn Stadionsprecher Rainer Madiger später genannt, der ist ja jetzt auf dem Feld und er braucht von seiner Einwechslung bis zu dieser Szene keine Minute. Da kommt er jetzt gleich an den Ball, von Kevin Hillmann freigespielt. Das 2:0 für die SG Barockstadt. 52. Spielminute. Ja, und damit war jetzt schon der Deckel drauf, obwohl noch weit über eine halbe Stunde zu spielen war. Man musste keine Angst haben vor diesen Gegnern aus Mainz. Es geht weiter. Es gab noch einige Möglichkeiten für die Barockstadt. So zum Beispiel diese hier. Dennis Owusu setzt sich durch. Er spielt jetzt gleich den Ball zu Mario Köhl. Marius Köhl wird abgeblockt und jetzt Köhl am 16er. Und ein schöner Schlenzer, ein guter Versuch, aber über das Tor. Das war eine der Möglichkeiten. Und dann ging es weiter mit dem Aluminiumgeballer hier. Die zweite Szene, in der die Barockstadt nur Aluminium trifft. Das ist wieder Kevin Hillmann auf Leon Petö. Der war auch eingewechselt worden, setzt sich hier sauber durch und sein Ball klatscht ebenfalls an den Pfosten. Zweiter Pfostenschuss in diesem Spiel. Und so ging es weiter. Ein Eckball von Leon Pomnitz. Der kommt lang an den hinteren Pfosten. Der Kopfball von Aaron Frey und der Fuß von Moritz Reinhardt. Aber der stand im Abseits. So fair wollen wir ja sein. Aber trotzdem zum dritten Mal Aluminium in diesem Spiel. Und dann kommen wir in die 90. Minute, die letzte Szene, die hier noch zeigenswert war. Ein Abstoß von Zapico und dann über Matthäus Beal, Leon Petö ist das, kommt hier über die linke Seite, setzt sich super durch, macht das klasse hier. Und dann kommt Matthäus Beal und der legt quer auf Patrick Scharf und dessen Schuss kann Jan Schulz gerade noch parieren. Die Barockstadt gewinnt dieses wichtige Spiel gegen Mainz mit 2:0 und hat aktuell jetzt 9 Punkte Vorsprung. Das ist ganz wichtig auf die Abstiegsränge und Achtung, nur 3 Punkte auf Platz 1 und die dritte Liga. Das wird eine richtig spannende Saison.